Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dieser Drittliga-Begegnung zwischen unserem FC Karlsruher Siena und dem FSV Zwickau. Hier gewinnt unser FCC mit 2:1. Sehr zur Freude der übergroßen Mehrzahl der heute 5.875 Zuschauer hier im Ernst-Abbe-Sportfeld. So, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie die Spieler die Trainer das Spiel gesehen haben. Ich begrüße ganz herzlich aus Westsachsen Thorsten Ziegner zu meiner Linken und natürlich unseren Trainer Marc Zimmermann. Aber zunächst als erstes der Gast das Wort. Ziege, bitte. Ja, vielen Dank. Als allererstes Glückwunsch an den FCC zu einem, ich glaube, das ist nicht nur ich, so zu einem hochverdienten Sieg, sondern das über komplette 90 Minuten. Ich finde auch, dass dieser Sieg am Ende mit 2:1 für uns eher schmeichelhaft ist. Ich glaube, die waren über die gesamte Spielzeit waren es der FC Karlsruher Siena in allen Belangen überlegen, Läufer stärker, von der Einstellung her besser. In den Zweikämpfen konsequenter und aggressiver. Und darüber hinaus haben sie noch richtig ordentlich Fußball gespielt. Das muss man einfach sagen. Alles Dinge, die wir eigentlich auch gut können, die wir aber heute absolut nicht auf den Platz gekriegt haben. Und dementsprechend sind wir natürlich absolut unzufrieden mit der heutigen Leistung, mit dem Ergebnis sowieso. Und für uns ist es einfach nochmal ein ganz klares Signal, dass wir jetzt keine Mannschaft sind, die so ein bisschen Fußball spielen kann, die den Gegner mit 80% möglicherweise Paroli bieten kann, sondern dass es immer nur mit 100% geht. Ja, mit 100% Einstellung, mit 100% Aufgabenerfüllung von jedem Einzelnen und dann dementsprechend von der gesamten Mannschaft. Und wenn wir das nicht auf den Platz kriegen, haben wir eben keine Chance, egal ob wir auswärts spielen, zu Hause spielen, gegen einen Aufstiegsfavoriten spielen oder in einer Mannschaft, wo wir geglaubt haben, auf Augenhöhe mit denen zu sein. Das war halt augenscheinlich nicht so. Das war schon meiner Ansicht nach ein Klassenunterschied und ich glaube nicht, dass Siena heute Zweitliga-Niveau hatte. Aber sie waren einfach deutlich besser und dementsprechend hochverdient dieser Sieg. Glückwunsch nochmal. Ich glaube insgesamt trotzdem, dass wir beide in der Liga bleiben. Und dementsprechend kann ich auch aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen dann trotzdem beruhigt mit meiner Familie Urlaub feiern. Osterfeiern. Vielen Dank. Ja. So gut. Es war im Grunde genommen, ja, ich unterstreibe das auch so, weil wir hatten schon vor, jetzt nicht, weil der Gegner FSV Zwickau hieß und weil wir wussten, was uns erwartet, nicht nur aus der Vergangenheit, sondern also aus der Historie, aus den letzten Jahren, Angstgegner und so weiter, das haben wir alles nicht thematisiert. Auch das Hinspiel haben wir außen vor gelassen, sondern wir wollten für uns selbst eine Reaktion zeigen auf den Dienstag. Wir wollten im Grunde genommen, ist auch ganz einfach, so anfangen, wie wir gegen Würzburg aufgehört haben, also wie wir die letzten 30 Minuten gespielt haben, das wollten wir für uns selbst von der ersten Minute an den Tag legen und das haben wir gemacht. Wir haben eine klasse erste Halbzeit gespielt, geht verdient auch in Führung und trotzdem ist es auch so, dass wir in der Halbzeit ein paar Dinge angesprochen haben, wie es laufen könnte. So war es, der Gegner ein bisschen reagiert auch und wichtig war, dass wir das zweite Tor machen. Wir haben sehr gut uns auch Chancen diesmal herausgespielt, was auch wichtig ist, weil dann bekommst du einfach auch mehr Selbstvertrauen. Und von daher war das zweite Tor wichtig. Und zum Schluss, habe ich den Jungs auch gerade gesagt, ist es ein bisschen ein Spiegelbild von Dienstag, weil da hat sich Würzburg vielleicht auch so gefühlt, dass sie was zu verlieren haben. Es steht dann 2:1, Gegner drückt, hat nichts mehr zu verlieren. Und wir kämpfen dann um jeden Ball, aber wir waren auch stabil und haben eben, wenn wir das dritte Tor nicht machen, aber auch keins mehr bekommen. Von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Leistung und das ist die Art und Weise, wie ich Jena auch sehen möchte. Und das haben wir über weite Strecken in der Saison schon vor allen Dingen zu Hause gezeigt und da haben wir eine Reaktion gezeigt auf den Dienstag und von daher bin ich sehr zufrieden. Danke. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Den Zippel von der OTZ. Eine Frage an Marc Zimmermann. Es gab ja im Vorfeld Fragen, wie die Torwartentscheidung ausfallen wird. Was hat letztlich für Joe Koppens gesprochen? Es hat für Joe gesprochen, dass er nach diesen zwei Spielen Sperre für Rafa auch eine reguläre Chance noch verdient hat. Er hat zwei für unsere Einschätzung stabile Spiele gemacht, auch wenn er den Fehler macht zum 0:1 gegen Würzburg. Und ich wollte ihm nicht das Gefühl geben, dass er nach diesem Fehler wieder außen vor ist. Und das hat er sich durch seine Trainings und durch seine Spielleistung einfach verdient. Gibt es weitere Fragen nochmal, Tino? Das heißt, er wird jetzt auch weiterhin im Tor stehen bleiben?
wir schauen zum nächsten Spiel. Wir haben jetzt, wie Ziege gesagt hat, schöne Ostern und wir drehen Montag wieder. Und dann werden wir uns auf Melfi vorbereiten und ich werde mich dann am Dienstag bzw. Mittwoch entscheiden, wer am Tor steht.